Hey Freunde und willkommen zurück bei Batman. Tap, Stufenanstieg. Nein, ich will selecten. Okay, hier haben wir jetzt irgendwelche Fertigkeiten, die wir beim Erreichen einer neuen Stufe erhältst du einen Verbesserungspunkt. Hiermit können Verbesserungen freigeschaltet und Batmans Fähigkeiten und Ausrüstung verbessert werden. Wähle eine von drei Verbesserungskategorien. Okay, was verbessern wir? Nahkampfverbesserung. Übrigens, oh Mann, ein Kommentar im letzten Video hat gesagt, oh, das Kampfsystem wird bestimmt voll langweilig und so. Meine Fresse, früher hatten wir irgendwie nur drei Kampfschläge auf diversen Super Nintendo Spielen und sowas, weißt du, drei Schlagkombos das ganze Spiel über und wir waren glücklich und hier hast du eine Menge Kombos, hier kannst du noch verbessern und so, verdammt, das ist gut, das Spiel. Okay, gut. Unterstützende Verbesserung. Unsichtbare Jägerverbesserung. Nahkampfverbesserung. Wir hauen jetzt voll auf die Fresse. Der Anzug erhält 25. Das ist doch langweilig. Ich will nichts für deinen Anzug. Kugeln vielleicht? Ich weiß nicht. Grundlegende Steuerung. Laufen, springen und klettern. Was? Bewegen, grundlegend. Was ist das denn? Halten, ducken. Aber das habe ich doch alles freigeschaltet, oder nicht? Jede Problem ist durch die Straße und über die Dächer Gotthams. Halte während der Bewegung gedrückt und man rennt dabei klettern Batman automatisch über. Ja, nehmen wir. Ach du, das haben wir schon. Oh Mann, ich bin ziemlich dumm hier gerade. Warte mal. Hinweise, okay. Nahkampf. Ja, dann nehme ich jetzt hier Nahkampfverbesserung. Und wir halten mehr Kugeln aus. Kugeln sind scheiße. Ich weiß noch, dass ich im ersten Part ständig von Schrotflinten erlebe. Ich glaube, wir haben noch gar keine Verbesserung, oder? Ich bin gerade etwas überfordert. Weil es ist jetzt 12 Uhr morgens. Also für mich ist es morgens und meine Mutter hat heute Geburtstag und deswegen wollte ich schnell aufnehmen, einige Parts für euch liefern, während ich mich dann besaufe und vollfresse. So, und wahrscheinlich checke ich noch nicht, wie dieser Staumbaum funktioniert. Jeffrey, wo ist eigentlich mein Kaninchen-Nasen-Soufflé? Oder was wollt ihr uns geben? Was essen Fledermäuse? Ich weiß es nicht. Okay, das ist unser Labor. Ist ziemlich schick hier. Hier lebe ich mich aus, tobe ich mich aus. Da unten mache ich meistens Schwing-Tutorials auf YouTube. Hat noch keiner gesehen. Wohin muss ich denn jetzt? Analysieren, würde ich sagen, oder? Analysieren. Komm, ich kann doch nicht laufen. Was soll der Scheiß? Alles klar, alles klar. Da 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 da. Wohin muss ich denn jetzt? Er hat doch gesagt, analysieren, oder nicht? Ah, vielleicht da unten hin. Ah, das sieht richtig aus. Das sieht so analysiermäßig aus. Okay. Oh, unser Umhang hat sogar ein paar Verletzungen da. Seht ihr das? Das finde ich auch geil. Bekommt er da noch Einschusslöcher? Das wäre noch geiler. Komm schon, lauf, Kleiner. Oder drücke ich die falschen Tasten? Nein, das ist... Oh. Will aber nicht. Okidoki. Und los geht's. Ich bin hier falsch. Analysiere den Scheiß mit dem Bat-Computer. Der Bat-Computer steht genau hier. Weil erklärt, dass ich wieder dran vorbeigehe. Hey, Freunde, ja, hier muss ich hin. Und jetzt analysieren wir mal irgendetwas vom... Auftragskiller, Sir. Und mehrere davon? Ja. Stimmt, genau. Und das wissen Sie aus dem Mund eines Krokodilmanns? Sein Name ist Killer Croc. Und ich war nicht... Er sitzt schon hinter Gittern. Sein Zellengenosse, tut mir leid. Mir nicht. Jetzt will ich wissen, wem diese Drohne noch gefolgt ist. Jeder von Ihnen kriegt einen Umschlag. Sie müssen ausgeliefert werden. Heute noch. Alles Auftragskiller. Die Besten im Geschäft. Black Mask scheint es wirklich ernst zu meinen. Slade Wilson, Deathstroke, Ex-Militär. Teilnahme an gescheitertem medizinischen Experiment. Gescheitert, sagen Sie? Garfield Linz, alias Firefly. Körper zu 90% verbrannt. Seine Besessenheit wird noch sein Ende sein. Was bestimmt nur auf ihn zutrifft. Dieser Name sagt mir nichts. Copperhead. Komisch. Diese Berichte erwähnen einen Mann, keine Frau. 14 Ausbrüche, hm? Huh? Dann versuch doch mal hier. Was zum... Floyd Lawton, alias Deadshot. Soll ein erfahrener Scharfschütze sein. Wie zum Himmel? Bedeutender Attentate verdächtigt. Gefährlich, aber leichtfertig. Straßenschläger namens Lester Baczynski. Nennt sich selbst den Electrocutioner. Schockierend. Shiva. Ihr Geschick ist unerreicht. Sieht aber irgendwie voll freundlich aus.
Warum sollte er als Auftragsmörder arbeiten? Anstaltsleiter Joseph? So muss Black Mask ins Gefängnis gekommen sein. Er nutzt Folter zur Einschüchterung und zum Vergnügen. 8 Killer sind hinter Ihnen her. Was werden Sie nun tun? Sie killen. Ich werde herausfinden, wer die Drohne gelenkt hat und alles erfahren, was Sie wissen. Und danach finde ich Black Mask und mache dem Ganzen ein Ende. Okidoki, das war eine geile Inszenierung. Oh, das gefällt mir. So, Firefly. Sir, auch wenn es wohl offensichtlich ist, aber Ihnen ist schon klar, dass, da wir beide als Einzige die wahre Identität Batmans kennen, all diese Killer scheitern werden, wenn Sie einfach heute Nacht hier bleiben. Sie werden Unschuldige gefährden, um mich anzulocken. Das kann ich nicht riskieren. Und Sie halten es für eine bessere Idee, sich selbst in Ihre Fadenkreuze zu begeben? In Gotham gibt es nur eine Person, die an sowas herankommen kann. Der Pinguin. Er hat Black Mask beschattet. Ihr nächstes Ziel, ein Treffen mit Pinguins Männern am Jezebel Plaza. Ich bring sie zum Reden. Okidoki, gut. Wir bringen sie zum Reden. Oder den Pinguin oder sowas. Ich weiß, was ich tue. Ja? Nun, falls Sie Ihre Meinung ändern sollten und lieber trainieren wollen, lasse ich Ihre Trainingseinrichtung aktiviert. Trainingseinrichtung? Kumpel, ich bringe Pinguine zum Sprechen. Ich bin ein Magier. Ich brauche eine Übung. Hui. Okay, so. System betragt, Night Herausforderung. Okay, schöne Herausforderung haben wir hier, so ein Trainingsgelände. Aber das machen wir irgendwann Und gehen jetzt direkt zu... Warte, komm schon, wir müssen da hinten hin, oder? Dann fliegen wir weg. Bitte. Oder? Ah, ich muss üben, oder? Ich muss üben. Oh nein. Nein, gut, wir müssen den Pinguin finden, steht da. Da steht nichts von Hauptmission, trainiere irgendetwas. Garderobe! Wenn Sie rechtzeitig zum Pinguin. Ah, was. Ah, wir haben einen Anzug. Ah, du halt nicht. So. Ja, ja, Jeffrey. Oder Alfred. Oh Mann, ihr Butler. Ihr seht alle gleich aus. So, komm. Ach, wir können jetzt laufen. Schnellreise, komm, auf geht's. So, okay. Sir, um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Okay. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Ah, Jezebel Plaza. Ja, ich will da hin. Oder hierhin. Bowie District. Oh. Batting, Absatzpunkt, Aha. Ja, dann gehen wir da hin. Wegmark setzen. Oder doch lieber hierhin? Oh, wir können nur da eine Schnellreise machen. Hierhin auch? Nein, da nicht. Nein, nein, nein. Gut, dann reisen wir da jetzt ganz schnell. Und tschüss. Alfred, ich habe es auf. Die Funktürme, die Sie für Ihre Autonavigation verwenden, senden ein Störsignal aus. Sturmschäden. Wohl dahin und es selbst herausfinden, Sir. Verstanden. Einer ist ganz in der Nähe. Ah. Batman. Das Ganze spielt übrigens vor Arkham Asylum. Das ist der Vorgänger zu den ganzen Teilen. Und ja. So, hier sind wir. Deaktiviere das Störsignal. Okidoki, nichts leichter als das. Ich habe schon alles vergessen, aber es wird leicht. Es wird leicht. Es wird ganz easy gehen, ganz easy. So, erstmal meine Sicht aktivieren. Da hinten sehen wir schon 1, 2, 3 Leute. Einer leuchtet blau. Alles klar, der ist bestimmt wichtig. Aha. Aha. Nein, das ist falsch. Ich würde gerne... Batclaw ist das Explosivgill. Genau, Batarang. Da können wir anscheinend nicht hoch. Er reagiert nur auf. Gut, dann machen wir jetzt mal die Tür auf. Aber solange er uns bezahlt, kann er meinetwegen was tun. Ja. Die Geißeln! Siehst du das auch? Die haben Knarren! Oh nein, die haben Knarren! Kein Spaß! Bewegung. Ich bin Batman! Kommt schon, Miss Batman kennen! Die könnten meine Bewegungen verbergen. Okay. Ich muss nach oben aus der Gefahrenzone. Und wen er nicht sieht, kann er nicht erschießen. Okay, wir haben Rauchbomben, alles klar. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Oh, ich verstehe. Aber einen Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Ich verstehe. Okay. Und dein? Das ist alles. Lüg mich ja nicht an. Umgekehrtes Ausschalten? Klingt gut. Und tschüss.
So, jetzt hängt er erstmal eine Runde ab. Die anderen denken sich, oh, er macht ein bisschen Bungee-Jumping. Das will ich auch machen. Batman. Detective sich. Wo sind die anderen hin? Da hinten sind die. Okay, alles klar. Muss ich jetzt zur Geisel gehen? Vom Aussichtspunkt zu gleiten? Interessant. Okay, wohin gleiten wir denn? Wir gleiten mal da unten hin. Hey, Kumpel. Alles gut, Mann. Ich kann mich durch den Lüftungsschacht an den Geiselnehmer heranschleichen. Okay. Okay. So. Alles klärchen. Und jetzt rein. Ich hoffe, ich habe nicht zugenommen seit dem letzten... Oh nein, nicht gegen wir. Oh, das auch nicht. Das ist auch voll... Oh, Batman. Was macht er? Ich drücke die richtigen Knöpfe. Nur Batman ist überfordert. Da ist der Knopf. Wenn ich in den Schacht krieche, kann ich mich an den Geiselnehmer anschleichen. Der Geiselnehmer wird mich sehen, sofern ich doch nicht von hinten anschleiche. Ich bin schon fertig, Batman. Geben Sie sich in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mach ich. Was war das denn? War das ein Hip-Hop-Slang oder was ist los? Den Turm reparieren, rein und raus. Ich brauche nur einen Job. Na gut, nur einen Job. Alles klar, hast du jetzt hier einen Job. So, dann gehen wir mal rein in den nächsten Lüftungsschacht. Springen den nächsten um. Ah, wo ist der nächste? Oh! Aha! Wir müssen hier. Explosivkill. Nein, doch nicht. Einfach. Komm mit! Ja! Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ich kann den Turm reparieren. Was immer Sie wollen. Dann ausschalten und dann Mauer. Tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Achso, ich dachte, ich will dich ausfragen oder sowas. Aber gut. Oh, das sieht aus nach Geheimnissen oder sowas. Oh, ich will hier reingucken. Hier ist Schnee. Hier ist bestimmt der Pinguin. Und hoch. Nein. Oh. Ja. Okay, eigentlich hätte ich ihn runterziehen sollen, aber es ist okay. Das ist okay. Es war besser, wie ich es gemacht habe, glaubt mir. Dann kriegt man so ein extra Achievement. Die Platin-Trophäe auf Doom. And Mega-Skill. Okay. Niedrig. Aha, da können wir jetzt auch... Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Als Tatort? Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Oh, Batman, du bist nicht Sherlock Holmes. Du bist einfach nur irgendwie so ein Typ im Lederdress, der einen auf Fledermaus macht. Okay, so. Analysieren, zack. Beweisscan. Beweisscan. Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aha. Aber was hat ihn umgebracht? Das weiß man nicht. Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Verstanden. Oh, jetzt wird alles rekonstruiert. Oh. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Okay, dann scannen wir. Scannen. Beweis scannen. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird. Und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Es ist der Pinguin. Ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Okay. Nur, das ist seltsam. Ich weiß nur, was macht nicht so spannend. Komm schon. Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Oh oh. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Okay, dann untersuchen wir den Tatort jetzt. Zack. Und wir untersuchen den Tatort. Pass auf, da können wir abchecken. Alles klar. Folge der roten Spur, während du dich durch die Rekonstruktion des Tatorts arbeitest, um Versteckhinweise zu finden. Der roten Spur? Okay, ich muss das rekonstruieren. Ach so, wir können vor- und zurückspulen. Aha. Okay. Da ist doch die Karte. Da. Ja, ich seh's doch, da ist die verdammte Karte.
Da. Und da ist die Karte hingeflogen. Ja, ich hab sie schon gesehen. Okay, Batman. Okay, so. Komm, und lauf den Scheiß. Alles klar. So, ich werde mich jetzt hier mit der Karte verstecken, denn dort findet mich keiner. Und ich werde ein wenig Spaß haben mit dieser Karte. Und ich passe da nicht rein. Scheiße, die Karte ist zu fett. Nein, ich nicht. Und wir machen im nächsten Part weiter von Batman Arkham Origins. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Holly. Lasst positive Bewertung da, das wäre echt super toll. Bis dann.